Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld und nicht verrückte Kamera. Yay! Heute ist mein Geburtstag. Yeah! Und dafür gibt's erstmal gleich einen Schatz. Zack. So, auf den hat mich nämlich Jesse nochmal aufmerksam gemacht. Dass hier ein Schatz ist, den habe ich auch eben gerade gesehen. Also wenn man hier halt hochklettert, einfach hier dann rüberspringen. Wir waren ja sowieso da hinten, also muss ich den Weg nicht schneiden. Oh, das wäre sehr riskant, da abzuspringen, aber naja. Am Ende werdet ihr noch, wenn die Zeit noch reicht, ein Outtake sehen. Da habe ich euch genau damit begrüßt, so, yeah, heute ist mein Geburtstag, und war aber auf dem Pfeiler drauf und da springt es weit in den Tod. Okay, das war ein ziemlicher Outtake, den wollte ich jetzt nicht drin lassen, weil ich den ganzen Weg wieder hier klettern musste. Aber naja, okay, ja, gestern kam kein Tomb Raider Underworld Video, bedingt durch Stress, durch Geburtstag und noch andere Sachen im Real Life, aber es geht ja weiter. Ich habe neue Boxen bekommen, was ich sehr cool fand, weil irgendwie meine Schwester, ich beneide sie immer um ihre Boxen, weil ich ja immer dann voll den Bass aufdrehe, weil meine Lautsprecher nicht so viel Bass machen können. Weil ich angeblich damals, als der Kleine Dustin gefragt wurde, ob er mit seiner Schwester auch neue Boxen will, nein gesagt hat. Daran kann ich mich natürlich nicht erinnern, ja, wirklich nicht. Aber naja, wird wohl so gewesen sein. Okay, wieder ein weiterer Tafelraum mit Schätzen. Naja, und ich habe nein gesagt, so dumm wie ich war, und oh, Messer, naja. Wow! Oh, und bleiben. Oh! Okay. Wow, als hätte ich es gewusst. So. Ja, sorry, dass ich kurz leise war, aber ich musste mich gerade konzentrieren und ja, ich habe nein gesagt, aber naja. Jetzt habe ich viel kleinere Boxen, aber dafür mit sehr viel mehr Subwoofer und Bass. So, die dritte Tafel, alles ist stehen geblieben. Wir müssen uns einen Weg jetzt hier rausbahnen. Dazu wollte ich eigentlich da ranspringen, aber das kann leider nicht von da. Also müssen wir erst hier hin irgendwie und dann uns da hochklettern. So, ja, Geburtstag. Eigentlich habe ich nicht mehr bekommen, doch ich habe noch eine von meiner Mutter was bekommen. So ein Anhänger, Schlüsselanhänger, Glücksbringer, aka alles, was ihr wollt. Ja. Ich wollte eigentlich, ja, auf die Säge hier, auf dieses, wie nennt man sowas, Rasierblatt, Rasierklinge. Weil da oben nämlich der Schatz ist. So. In jeder Kammer ist irgendwie hier oben der Schatz. So, jetzt müsste ich hier nur noch heil runterkommen, indem du dich ja oben festhältst, aber nein. Ach, naja. Komm hier wieder spinnen. Natürlich. Na auf. Versteckt sich aber hinter der Säule. Wo denn? Okay, dann komm ich halt zu euch runter. So, oh, Tarantel auch noch. Dann wechseln wir doch gerne die Waffe. So, zack. Sumpf noch mehr. Ja, kleine Spinne. Noch eine kleine Spinne. Noch eine kleine Spinne. So, zack. Und wir setzen die dritte Tafel ein. So, ja. Ich hatte außerdem noch Glück, weil ich sozusagen bis morgen keine Hausaufgaben auf habe, weil morgen bei uns Bundesjugendspiele sind. Ich weiß nicht, ob es in irgendwie anderen Bundesländern es auch gibt. Ich würde mal vermuten, ja. Weil, ja, ne, Bundesjugendspiele. Das heißt eigentlich, dass es im ganzen deutschen Bund sowas gibt. Und da sind immer noch Spinnen. Mann, ey. So. Also ja, morgen sind bei uns Bundesjugendspiele, bei anderen Ländern, in anderen Bundesländern vielleicht auch, aber naja, bei uns auf jeden Fall. Das wollte ich nur mal klarstellen hier. So, es fehlt uns noch die letzte Tafel. Wie kommen wir dahin? Hier durch. Und ja, okay, wir müssen wieder Wandsprung machen, oder noch nicht. Oh nein! Nein! Die steckt fest! Okay. Wieder rausgeglitscht, das finde ich auch schön. Ja, also muss ich keine Aufzugabe machen, kann hier erstmal wieder ein bisschen auf Vorrat aufnehmen, obwohl es schon sau spät ist. Wir waren nämlich noch Kart fahren, das erste Mal in meinem Leben bin ich Kart gefahren, yeah! Und meine ganze Familie eigentlich auch, aber naja. Okay, von hier kommt man dahin. Also hat dieser Weg doch noch einen tieferen Sinn, als nur einfach eine Treppe zu sein.
So, da rechts können wir irgendwo nach da hinten hin, aber warum sollen wir? Naja. Der Kartfahren war ganz witzig, also war cool, war nur teuer und sehr kurz, aber naja, war halt cool. Und die Boxen sind, also sind genauso cool. Das Kartfahren war zwar ein bisschen cooler, aber die Boxen habe ich jetzt erstmal eine Weile, also die habe ich, die behalte ich ja, und das Kartfahren ist jetzt nur eine Erinnerung nur noch, aber naja, war cool. Mein Vater hat mich zwar die ganze Zeit überrundet und überholt und so, aber der hat jeden von uns überholt, ey. Aber naja. Ich hab mich, also wir haben uns so immer so 2 10 Minuten lange, 2 mal 10 Minuten lang fahren gemacht, und dann habe ich mich vom ersten bis zum zweiten um 32 Sekunden gesteigert. Und warum springst du so krank, ey? Das waren jetzt 2 Meter höchstens. Naja. Okay, wir müssen nach da rüber. Alles klar. Ja, ich habe mich schon 32 Sekunden verbessert, Mann. Geil, ne? Ich weiß. Aber ich habe noch so ein Kinderding sozusagen bekommen. Ab 16, also bis 16 geht es. Und ich bin ja heute Punkt, Punkt, Punkt geworden. Ja, das weiß niemand. Muhahaha. Ja, doch, eigentlich schon, aber egal, ihr könnt schätzen. Ich lasse euch raten. Bin ich heute 16 geworden? 15 oder doch 14? Oder 13, wer weiß? Ey, das ist eine Spinne. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich hier die Vasen zerkicken. Und dabei hätte ich fast die Spinne zertreten. Aber so habe ich sie nur zer... Oh, hier sind 2 Schätze, okay. So habe ich sie nur zerschossen, so. Natürlich, Feuer muss da auch noch kommen. Oh, nee, ich hasse ja immer so Feuerräume, weil ich da übelst abkack. Vor allem mit so Rhythmus immer. Und den Raum hasse ich deswegen auch. An den kann ich mich sogar noch jetzt gerade ein bisschen erinnern. Die Erinnerung kommt zurück hier. Ja, auf. So, zack, wir müssen jetzt erstmal auf die Stange hier. Ja, nicht springen, tot. Wir sind gleich... Alter, und es zieht uns so viel ab, ey. So, hier hin. Hier hin, weiter hochziehen. Ja, das können wir schon hier ran eigentlich, oder? Ja, den Schatz, okay. Naja, wenigstens schon mal den Schatz. Wo sollen wir eigentlich hin? So, können wir uns fallen lassen? Nein, ich denke nicht. Aber ich will mich jetzt... Komm, du musst dich auch irgendwo festhalten, aber... Okay, machst du sogar. Halt, hoch. Wow. Oh mein Gott. So, okay, wir müssen da hinten hin. Da ist aber irgendwie dauerhaft Feuer. Wie sollen wir da hinkommen? Hinspringen, aber da ist doch Feuer. Oh Mann. Ach, ich habe keine Ahnung. So, komm hier hin. Kommt da auch Feuer auf einmal? Warten, bis es ausgeht, und gehen hier hin. Dann hier. Ah! Hoch! Ja, geil! Okay. Nur einmal bisher durch Dummheit Energie verloren und zack. Ja, okay, es ging eigentlich gut. Wäre ich jetzt nicht am Anfang in das Feuer reingerannt, dann hätte ich keine Energie verloren. Und ich höre auch auf mich jetzt über die ganzen logischen, ja, unlogischen Ereignisse hier zu beschweren. Weil da, also ich habe mich ja immer beschwert, dass sie die Tafel im Rucksack gemacht hat, aber 2 mal reicht, denke ich. Obwohl alle guten Dinge sind 3. Das ist doch voll unlogisch. So. Ja. Weiter geht's. Jetzt müssen wir einfach nur eigentlich rüber schwingen. Oh, wenn da nicht Feuer kommen würde. Puhuhu. Okay, ja, doch lief sehr gut. Für meine Verhältnisse. Mit Feuerräumen. So, okay, die letzte Tafel. Diesmal noch keine Spinnen in Sicht. Jetzt kommen wohl auch keine. Wie es aussieht. Jetzt habe ich es zwar gesagt, aber egal. So, mal gucken, was nun passiert. Alle Herren sind an ihren Tischen nun. Also alle 4. Dann sind ja hier noch 4, glaube ich, oder? Nee, noch 3. Ach, keine Ahnung. Nee, noch 3. So, und jetzt? Ich glaube, wir müssen die wieder rumdrehen, oder? War kann es so sein hier? Nee. Dann ist irgendeiner nicht richtig rangeschoben. Kann das sein? Das kann aber auch nicht sein. Dann doch so. Ja, okay. Dafür haben wir auch schon unser Motorrad bereitgestellt. Eine Kammer öffnet sich. Also die Tafelrunde sozusagen fährt hoch. Im wahrsten Sinne des Wortes, Tafelrunde. Okay, das bleibt so, okay.
mit den Tafeln. So. Okay, laufen wir weiter ins Innere rein. Hier ist echt kein Leben mehr. Hier sind aber, glaube ich, doch noch Spinnen. Auf jeden Fall gibt es hier keine Musik mehr, was sehr beunruhigt mich. Ich nehme mal mein Motorrad mit, man kann ja nie wissen. Und da sind der Rantel, die haben mich schon wieder erschrocken, ey. Ich hab gedacht, ja, ich gehe jetzt mal gemütlich zu meinem Motorrad, aber nein. Die Tyrannen haben was dagegen. Dafür kriegen die mir jetzt mal einen Headshot. Bam. So, Nummer 2. Die eine ist auch gleich tot. So, die packen hier sich rum und ja, ich habe dadurch ein sehr leichtes Spiel und die sieht immer noch so aus, als ob die leben würde. Oha. Naja, ja, okay, ich wollte mein Motorrad holen. Dies machen wir nur auch. Wir wollen eigentlich nicht vom Essentiellen abweichen hier, ja. Also weiter geht's immer natürlich auf der Suche auf. Well, wenn ich mal richtig die Kamera. Ich will nur nach hinten gucken, Kamera. Ich will nur eine Sekunde. Ey, leck mich, Kamera. Weißt du was? So, zack. Also immer auf der. Immer einen Blick hier auf die Umgebung. Vielleicht sind hier wieder Vasen, worin sich Schätze befinden, verteilt. Aber bisher noch nicht. Dies bleibt auch so. So, hier vielleicht. Müssen uns ja immer in die Richtung drehen, sonst guckt es ja nicht hin. Dafür gibt es jetzt erstmal einen Kontrollpunkt, okay? Sehr schön. Okay, weiter hier. Hier vielleicht. Da ist auf jeden Fall eine Vase. Die bringt zwar nichts, aber ich will sie trotzdem zerkicken. So. Okay, ich muss doch aufpassen, dass die Aufträge reinpassen. Das sind zwar nur ein paar Sekunden, aber trotzdem. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ja, zu viel mache. Und da ist aber die Vase mit dem Schatz innen drin. Ja. Gut, dass wir die Aktionstaste gedrückt haben und sich dadurch auch das Motorrad bewegt. So. Aber jetzt hat sie das gemacht, was wir machen sollen. Ja, wir brauchen sowieso unser Motorrad, okay. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Ich will eigentlich gucken. Nein. Okay, dann springen wir mal mit unserem Motorrad rüber. Ich glaube, es ist so gedacht. Hoffe ich auch. So, dieser Anlauf sollte reichen und auf geht's. Yeah! Bam! So. Weiter umschauen. Ja, das kann sehr lange dauern. Aber sonst hätten wir ja diesen Schatz hier nicht gefunden. Höchstens, wenn wir wieder zurückkämen, aber wer weiß, ob wir das tun? Natürlich weiß ich das, aber ich will ja nichts spoilern, wie gesagt. Nee, da ist kein Schatz drin, trotzdem zerkicken. So. Ja, ich glaube, in dieser Folge kommen wir nicht mehr am Ende des Ganges an. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ja, okay, hier ist das Ende. Auch für unser Motorrad. Okay, da ist ein schlecht designtes Skelett. Mit einem gut designten Kopf. Das macht keinen Sinn, egal. Und wenn der uns doch schon so in einer Cutscene angedeutet wird, dann nehmen wir den noch. Ah, das war dieser Kopf, den wir für den Eingang brauchten. Also am Eingang, da war ja dieser Schalter, aber da fehlte auf der einen Statue der Kopf. Und da, das war der Kopf. Also müssen wir brauchen den Kopf, um hier wieder rauszukommen. Wenn man den nicht eingesammelt hätte, dann müsste man bestimmt hier wieder nach ganz hinten laufen. Und ja, okay, da vorne ist das Ziel, aber bevor wir da hingehen, mache ich einen Schnitt. Also bis zum nächsten Mal. Bam. Ja, Skaten und willkommen zu Let's Play Verrückte Kamera Tomb Raider Underworld. Heute habe ich Geburtstag. Yay, wow. Dafür gibt's erstmal gleich einen Schatz oder auch nicht. Okay, Outtake auf jeden Fall.